Hallo, hier ist die Interessengemeinschaft Fasnerie aktiv und wir treffen uns heute zum Thema Ramadama. Ich habe heute Verstärkung mitgebracht. Einmal den Klaus, Vorsitzender vom Verein, und den Werner, Öffentlichkeitsarbeit. Klaus, was verstehst du unter Ramadama? Ja, Ramadama ist bayerisch und bedeutet, räumen wir zusammen auf. Das wird in anderen Stadtteilen auch gemacht und wir wollen jetzt auch bei uns das machen, um auch unser Stadtteil einfach sauber zu machen. Okay, super, dann lass uns das mal anschauen. Hallo Werner, was braucht man denn zum Ramadama? In erster Linie brauchen wir Menschen, die mitmachen, denen unser schöner Stadtteil am Herzen liegt. Und wir besorgen dann schon Stöcke zum Aufsammeln des Mülls und auch einen Container zum Abtransport. Und was die Leute mitbringen sollen, ist natürlich festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung, weil wir gehen ja raus ins Gelände. Okay, super, das geht, das machen wir. Klaus, findet das bei jedem Wetter statt? Es findet nicht bei jedem Wetter statt, wenn es ganz schlecht ist, wenn es schneit oder wenn es sehr kalt ist oder es regnet, dann verschieben wir es um eine Woche. Okay, und wie kriegt man das mit? Das steht dann kurzfristig auf unserer Webseite, kann das jeder lesen. Okay, verstanden, wunderbar. Das ist ja jede Menge Arbeit, macht das nicht auch hungrig? Ja, allerdings, deswegen wollen wir die Leute anschließend auch zu einer kleinen Brotzeit einladen. Mhm. Hey Klaus, hast du was gefunden? Ja, ich habe schon was gefunden, aber da gibt es so viel, was wir da zu tun haben. Oh, dann lass uns loslegen. Also wir treffen uns am 2. März um 10 Uhr, entweder an der Borsigstraße beim Flaschencontainer oder als Kapiosenplatz vor dem Naturkindergarten. Wir freuen uns auf euch.